Jo Leute, was geht ab und willkommen zu meinem ersten Live-React zum neuen One Piece Kapitel 782. Ja, ich werde hier halt jetzt live reacten, während ich hier das Kapitel lese. Und ja, irgendwo wird hier dann die Seitenzahl eingeblendet sein, damit man halt so ein bisschen mitkommen kann. Und Seite 1 ist übrigens die Coverpage. Okay, wir haben zuerst die Coverpage mit diesem komischen Seemonster mit dem riesigen Bart. Keine Ahnung, wie das heißt, was eigentlich böse war. Und jetzt feiern die alle dick fette Party, aber das ist egal, das interessiert eh keinen. Okay, wir haben erstmal hier Flamingo, wie er natürlich Law seinen Kopf zerquetschen will, aber Ruffy hält ihn mega geil auf, auch mit Haki, beide Füße. Und es gibt irgendwie scheinbar einen riesigen Knall und Tribol ist ultra geschockt, dass Ruffy auch Königshaki hat. Okay, jetzt haben wir hier nochmal einen kleinen Flashback, wo nochmal Tribol zeigt, dass der Flamingo wirklich ein Herrscher ist, weil er das Königshaki hat. Da ist er noch ein Kind, Flamingo. Okay, Tribol war scheinbar auch der, der Flamingo die Frucht gegeben hat und die Waffe, um dann scheinbar seine Eltern zu töten. Und er sagt ihm, ja, hast du nicht Bock, irgendwie Leute zu töten? Und hat ihn halt immer mehr in den Wahnsinn getrieben. Und Tribol meint noch, dass Ruffy gar keine Chance hat. Boah, hier haben wir ein paar geile Kampfsituationen. Oh, oh, wir sehen eine neue Attacke von Ruffy. Gum Gum Adler, okay. Erinnert mich ein bisschen an die Grizzly Magnum. Nur in klein. Vielleicht sollte es sein, auf jeden Fall gibt der Doflamingo ordentlich eine mit. Ach nee, eine Adler-Bazooka. Okay. Okay, Flamingo hat gerade Ruffy einfach mal außerhalb des Schlosses geschleudert und er fliegt gerade weg. Okay, er ist doch nicht rausgeflogen, sondern in Tribol rein. Tribol hat ihn quasi festgehalten mit seinem Schleim. Und jetzt sagt Tribol halt, er sollte Law seinen Kopf platt machen. Und jetzt hat Ruffy irgendwas gemacht und er versucht sich, glaube ich, zu befreien. Okay, Ruffy hängt immer noch fest und versucht sich zu befreien, aber irgendwie klappt das bis jetzt noch nicht. Okay, Law ist gefesselt von Tribol mit seinem ganzen Kleberscheiß und jetzt kommt nochmal so ein Flashback, wo Diamante, Vergo, Pika und Tribol, da natürlich alle etwas jünger sind und die reden mit Doofy als Kind und sagen zu ihm, ja, du bist der König. Du bist der, zu dem wir das brauchen. Zu dem wir das brauchen, das war kein Deutsch, egal. Die vier fungieren auf jeden Fall als Beschützer von ihm. Und ich gucke die ganze Zeit auf meinen Bildschirm, merke ich gerade. Und sie sagen, er wird eines Tages König der Piraten. Was ich nicht glaube. Okay, Tribol will jetzt auf jeden Fall Law anzünden und Law tut ihn ein bisschen aufstacheln, indem er sagt, dass Tribol nur noch eine kleine Marionette ist und nicht mehr ein Familienmitglied. Tribol rastet gerade ein bisschen aus und jetzt will er auf ihn stürmen, aber Law macht einen Room und lol. Er hat einfach durch seinen Room seinen eigenen Arm abgehackt und tut gerade Tribol halbieren mit seinem Schwert. Das Bild sieht einfach mega geil aus. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder bei den anderen gerade. Man sieht nur, dass die Tontata irgendwie glücklich sind und die Fabrik wurde zerstört. Aber das wissen wir ja eigentlich schon, oder? Glaube ich. Okay, jetzt haben wir hier Tribol ohne seinen Schleimkleberanzug und das ist jetzt quasi nur noch sein blanker Körper. Also er ist nicht nackt, aber halt nur so Unterhemd, Unterhose und man sieht einfach nur, der sieht voll aus wie so ein Quasimodo. und alles ist voll mit Kleber und jetzt rastet er gerade voll aus und kotzt ein Feuerzeug aus und will alle mitreißen und man sieht nur noch eine Explosion zum Schluss. Alter Vater. Okay, war ein geiles Kapitel. Ich hoffe, es wird noch geiler. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.